Heute wollen wir in den Gateway Games verdammt gute Dämme bauen. Wir sind Biber und mal bauen unsere Dämme diesmal aus Holz. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Georgs Gateway Games. Und da ich ganz gerne mal wieder Experten immer mal in der Runde habe, habe ich hier unseren Expertenführer. Alles was mit H anfängt, dabei der Alex und der so kennt sich gut aus mit... Mit Holzdämmen. Ja, H wie Holzdämme, ganz genau. Und diese Dämme sind aus Holz hier bei Dämmit. Und wir haben noch einen russischen Austauschbiber dabei, den Arseni. Ja, der zieht sich aber gerade um, sich ein paar wasserfeste Klamotten anziehen dabei. Der ist ein echter Profi dabei. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. So, dann kommen wir mal zu den Regelerläuterungen davon, von diesem schönen Spiel. Ihr seht es, dass wir hier Karten, das sind hier unsere Spielkarten, die wir haben. Haben immer so schöne Blattwerte, verschiedene Blätter mit 1 und bis Wert 3 haben die hier. Und dann gibt es hier noch Müll, verschiedenen Müll haben wir hier. Und dann haben wir noch den netten Biber Heinz, der auch dabei mit von der Partie ist. Und hier haben wir noch mehr Blätter und auch hier mal verschiedene andere Blattwerte noch dazu. Worum geht es hier in diesem Spiel? Wir sammeln also diese Karten auf die Hand. Das ist Müll. Den wollen wir nicht in unsere Hand sammeln. Den können wir auch gar nicht auf unsere Hand sammeln. Also, es geht darum, wir bauen einen Damm. Das heißt, schöne Dammkarten sind diese Dammkarten, die wir uns immer kaufen können. Ja? Können diese Dammkarten kaufen. Das ist natürlich hier ist sehr viel Holz, ganz viel Holz und so weiter. Das ist natürlich professioneller, mit so einem Damm mit solchen schönen Holzstücken zu bauen. Dazu müssen wir aber die Äste, das Gezweig, erstmal sammeln für uns auf der Hand. Ja? Wir dürfen uns dann immer vom Nachziehstapel nehmen. Das zeige ich gleich, wie der Mechanismus funktioniert, wie wir es nehmen müssen. Dann versuchen wir, möglichst viele verschiedene Karten auf die Hand zu bekommen. So, ich nehme an, ohne Beschränkung der Allgemeinheit sind das hier meine Handkarten und dann kann ich hier zusammenzählen. Es sind unterschiedliche Blätter, die kann ich alle zusammenzählen. 2, 3, 4, 5, 6. Der Biber Heinz zählt auch noch 2 dazu. 7, 8. Ich könnte mir also was kaufen für 8, wenn ich das wollte. Ja? Kann ich aber nicht. 8 gibt es nämlich nicht. Dann würde ich dieses auf der Hand behalten zum Beispiel und könnte mir für 7 diese Karte kaufen, die mir am Ende für meinen Damm 12 Siegpunkte einbringt. Ihr seht, wenn ich als erstes mal das für 7 Blätter kaufe, dann kann der nächste für die 7 nur noch 10 Siegpunkte einkaufen. Das heißt, die ganzen Dinger werden nach unten immer weniger wert. Der erste, der kauft, hat da Vorteile drin. So, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel mal Müll nehmen muss? Müll muss gleich entweder hier reinwandern in meinen Damm oder aber ich habe den Biber Heinz, der mir hilft, das zu entsorgen. Dann kann ich den Biber Heinz nehmen, den Müll, den ich mir nehmen musste und alles zusammen auf den Ablagestapel legen. Damit baue ich keinen Müll. Müll bedeutet, nehmen wir mal an, ich habe einen Müll hinterher in meinem Damm, kriege ich minus einen Punkt. Habe ich 2 Müllkarten in der Hand, in meinem Damm, kriege ich minus 4 Punkte. Das geht also quadratischer Ordnung bis zur Quote von 5. 5 plus habe ich minus 25 Punkte, 10 Punkte. Dann habe ich aber auch so gut wie das Spiel verloren. Also Biber Heinz hat quasi so eine Doppelfunktion. Einmal als 2 Währung und richtig. Einmal als Müllentsorger. Aber auch jeder von diesen Teilen, jeder von diesen Blättern darf nur einmal drin vorkommen in meinen bezahlten, also auch der Biber Heinz nur einmal. Ja? Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Mechanismus, wie wir das nehmen. Die Karte. So, jetzt kriegt niemand Karten am Anfang, sondern es geht los. Irgendjemand wird halt Startspieler, zum Startspieler bestimmt. Es werden hier 4 Karten aufgedeckt. So funktioniert das, nicht? So. Diese 4 Karten haben wir aufgedeckt. So.
Wenn, bin ich an der Reihe, darf ich mir diese Karte, die am weitesten weg liegt vom Nachziehstapel, kostenfrei nehmen. Wenn ich diese Karte nehme, den Biber Heinz, dann lege ich hier ein Plömpel drauf und nehme mir den Biber Heinz. Und dann meins. Rutscht das hier nach. Dann rutscht das nach. Genau. Und so weiter. Also man muss quasi eins bezahlen, um genau die Karten weiter hinten zu nehmen. Und möchte dann der Arseni hinterher diesen Stapel nehmen, nimmt er, möchte er diese Karte nehmen oder muss sie nehmen, mhm, nimmt er sie und kriegt auch den Plömpel. Mhm. Okay, das ist also einfach. Wer fängt an? Wenn man hier die 2 nimmt, dann muss man natürlich dementsprechend hier mehr Plömpel nehmen. Oder hier, man kann auch die Karte nehmen und der liegt auch alle Plömpels. Ja. Den Weg dahin mit Plömpels sichern. Das ist das Ziel des Spiels. Ja. Okay, fangen wir dann einfach an. Oder gibt es noch Fragen? Erstmal nicht. Erstmal nicht, okay. Gut. Dann fange ich einfach mal an. Fang mal an. Will, will ich nicht. Deshalb nehme ich genau den Biber 1. Und der ist jetzt meine Handkarte. Ganz genau. Das mache ich. Ich mache denselben Trick. Hier. Mhm. Und du bist dran. Gut. Also, und ich mache das Gleiche mit dieser Karte. Sehr gut. Ja, dann nehme ich mir halt noch Biber 1. Ne? Genau. Sehr klar. Dann nimmt sich noch den Biber Heinz, genau. Und dann mache ich das folgendermaßen. Ich nehme den, habe einen Biber Heinz und zahle die beiden gleich weg. Ja. Ansonsten müsste er nämlich den Müll in den Damm einbauen. Genau. So. Ah, und halt, oh, bitte, das sehen die. Ja, ja, es geht ja immer der Reihe nach. Alles klar. Na gut. Ich würde dann einfach das. Ja, gerne. Sei dir gegönnt. Bist du da? Ich habe ganz viele Plömpels. Ja. Ich nehme mal den 3, ja. Sehr schön. Dann nehme ich mir den 1er hier. Ja, und ich mache das Gleiche. Ich nehme mir ein paar Plömpels hier und schmeiß den weg mit dem Biber 1 zusammen. Ja, dann nehme ich hier mal 3 Plömpels, die 2er-Karte. Achso, die Handkarte musst du nicht so offenlegen. Okay. Achso, oh, brauchst du nicht. Die ganze Zeit. Okay. Aber eigentlich haben sie anderen die schon gesehen, deswegen. Ja, ja, eigentlich haben wir sie schon gesehen. Gut. Ja, ja, klar. Okay, wer ist dann? Der Arseni, gut. Ich glaube, also diese Karte ist genauso. Ja. Und wichtig. Ja. So richtig? Gut. Genau. Je nachdem. Ja, gut. Ich nehme die. So. Nehme ich die hier, ist ja klar. Warum ist das alles immer so klar bei euch? Das gibt's ja gar nicht. Dann gehe ich mal hier hin, die hier. Hm. Und alternativ ist natürlich zu einem Zug machen, also etwas hier nehmen. Alternativ dazu kannst du hier was kaufen. Genau. Das ist eine Alternative. Ne? Und auch nur eine Sache kaufen. Gut. Dann nehme ich mal das hier. Okay, dann mache ich die, nutze ich die Alternative und kaufe mir für 5 das hier. Hm. Und ich. Ja, ich nehme diese Karte wieder. So, dann nehme ich mir mal hier die Plumpes und schmeiße mit dem Biber 1 zusammen den Müll direkt weg. Das ist sehr schön. Dann setze ich mal meine letzten Plömpels hier ein und habe eine Karte. Da ist noch ein Biber. Gut, dann würde ich schon riskieren und ja, einfach nehmen. Ja, sehr gut.
habe jetzt. Habe ich hier einen Biber? Nein, habe ich keinen Biber. Dann baue ich den in meinen Damm ein. Den Müllstapel. Und Biber Heinz könnte ich jetzt einfach so nehmen? Den könntest du jetzt einfach so nehmen. Ohne irgendwas abzulegen. Okay. Hört sich gut an. Ja, ich kann jetzt das hier einfach so nehmen. Ja, ohne irgendwas zu machen. Und das kann ich auch werfen. Das muss auch werfen. Das muss sogar werfen in dem gleichen Zug. Und ich nehme mir diese hier, die Karte. Das geht dann schnell hier, ne? Biber Heinz, Hallöchen. Hallo, Biber Heinz. Ja, Vorstellung hier. Jawohl, das sehe ich eigentlich genauso. Ja. Du hast gerade dran, ja, jetzt ist dran. Aha, er merkt, das ist ein hochstrategisches Spiel hier, ja. Dann nehme ich mir mal hier, das sind 7. Genau, aber einmal kurz zeigen, 2, 4, 3. Genau, sind auch alle von unterschiedlichen Farben. Ganz genau, und dann passt das auch für die 7. Ach, das muss unterschiedlich sein. Ja. Das muss unterschiedlich sein, genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Habe ich vielleicht nicht so kommuniziert, aber ich nehme mir dann diesen hier. Ja, dann nehme ich mal das hier und das beseitigt. Ich brauche einen Wert. Ich habe hier auch 3, 4, 5, 6, 7. Und kauf mir was. Diese paar Siegpunkte. So. Ich würde einfach diese Karte nehmen. Du dieses. Und ich muss schon wieder den nächsten Müll nehmen. Ich bin ja untröstlich. Mir gefällt die 3. Der Taktikfuchs. Unser Taktikbiber. Der Sparfuchs hat die Blätter auf der Hand gesammelt. Okay, dann ich glaube, ich nehme mal einfach diese schöne Einzelkarte. Das werde ich auch tun. Entweder mit dem Biber 1 direkt abwerfen oder sofort einbauen. Okay, dann muss ich das. Okay. Nur wenn ich noch der Hand habe, dann. Nur wenn du auf der Hand hast. So muss man jetzt direkt einbauen. Genau. Okay. Und erzählst sofort als Minuspunkt an. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Verdammt! Deswegen heißt das Spiel auch Damit.
Aber hier kommt der nächste Biber 1. Ich nehme mal den hier. Tja, schwere Entscheidung. Weil ich sogar schon Müll drin habe. Was wirklich nicht gut ist. Ja, den kannst du auch. Ja. So, ich habe 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann ist das Spiel zu Ende. Wenn hier nicht nachgelegt werden darf, kann, oder wenn alles verkauft ist. Ja. Du bist dran, ja, oder? Ich kaufe mir für 3 den hier. Oho, jetzt geht's dem Ende hingegen. Hinfort, wenn ihr das Ende seht. Es geht dem Ende entgegen. Dann hole ich mir gleich mal für 5, 3 und 2 für den Biber 1, macht 5, hole ich mir diese Karte. Aha, aha. Wenn hier nicht nachgelegt werden kann, also es ist so, 3 Leute müssen noch was nehmen, dann ist das Spiel vorbei. Experte macht dir seinen Namen alle Ehre. Ja. Also, ja, 3, 4 plus 2. Also, ja. Ja, dann nehme ich mehr. Ich will die 2 hier. Du. Aha, dann muss ich ja jetzt schnell was kaufen. Und
zwar kaufe ich mir für 5 diese 5 Sekunden. Okay. Damit endet das Spiel. Hier kann nicht nachgelegt werden und das Spiel ist vorbei. So, wir sagen noch nicht vielen Dank und Tschüss, sondern wir zählen als erstes mal unsere Siegpunkte. Ja. 7. Was ist das passiert? Wenn wir lang so eine Karte haben, dann. Okay. Ja, hast du aber nicht aufgepasst. Glaube ich dann. 17, die fehlen da eigentlich aus. 17. Ich habe 27. Plus 11 gibt 28. Ach! Und du? Okay, ich hab 29. Das war wunderbar. 29 zu 28 zu 27. So knapp kann es sein, wenn man Dämme baut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen auch, es hat euch gefallen. Ja. Wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr auch weiter fragen, warum wir auch Biber-Experten sind, warum wir Biber-Experten extra suchen. Ihr könnt alles fragen. Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, falls es nicht schon ist. Empfehlt uns weiter, falls euch unser Kanal gefällt und so weiter und so fort. Insofern sagen wir jetzt einfach mal Tschüss und bedanken uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.